Vielen Dank. Hammer, oder? Hier, wirklich. Wirklich, also, das ist unglaublich. Es ist, ist ja hier eine Stimmung wie im letzten Flieger, der China verlassen durfte. Ja. Oh, Tobi hat es auch schon erwischt. Aber wir bei Mann Siebe haben uns gesagt, wir lassen uns von der Panik nicht anstecken. Ja. Wir bleiben bei Horrornachrichten. Der ADAC ist nicht mehr grundsätzlich gegen ein Tempolimit. Ja, wenn man als Verkehrsminister nicht mal mehr den ADAC hinter sich hat, dann ist das wie wenn dich beim Tandemfahren der Hintermann überholt. Ja, ja, dabei wäre in der Frage so ein Kompromiss aller CSU vollkommen einfach. Ne? Tempolimit nur für Ausländer. Ja, ja. Ich verstehe auch nicht, warum man sich hierzulande damit so schwer tut. In anderen Ländern gibt es doch auch ein Tempolimit. Zum Beispiel in der Schweiz. Ja, gut, aber das ist ja ein sehr kleines Land. Oder in Frankreich. Ja, die sind ja beim Fahren alle besoffen. Oder in England. Ja, die fahren links. Und in Holland. Ja, Entschuldigung, versuch du mal 200 zu fahren mit so einem Wohnwagen hinten dran. Ja? Ja, bekifft und mit Holzschuhen, das ist doch Käse. Übrigens, im Libanon gibt's auch kein Tempolimit. Aha, aha, da guckst du. Was willst du uns damit sagen? Weiß ich nicht, aber da gibt's auch kein Tempolimit. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja. Wirklich. Man muss Verständnis für ihn haben, er kommt aus Mainz, dem Libanon des Rheinlands. Was? Ach, Peter. Ja. Ja. Vorsicht, mein Freund, wir senden vom Lerchenberg. Ja. Der ADAC hat was ganz Verrücktes gemacht und seine Mitglieder gefragt. Und weil die zum Tempolimit etwa 50-50 stehen, verhält sich der ADAC da jetzt neutral. Ja. Mitglieder nach ihrer Meinung fragen. Ja, wenn das Schule macht, haben wir bald verheiratete Priester. Ja gut, wenn sie sich lieben. Ja. Ja. Ich finde das schön. Ich finde das schön. Gehst du hin? Nee, nee, ich bin nicht eingeladen. Ja, ich bin Trauzeuge. Gut. Autopapst Andreas Scheuer argumentiert, dass das Tempolimit bereits auf einem erheblichen Teil der Autobahnen gelte. Auf insgesamt rund 7700 Autobahnkilometer. Von? Von insgesamt fast 26.000. Das ist ja nicht mal ein Drittel. Och, für Scheuer ist das die Mehrheit. Ja? Der hat ja, der hat eine andere Mathematikauffassung. Ja, und die Autoindustrie sagt, ein Tempolimit würde weder der Umwelt noch der Sicherheit helfen. Na ja, gut, eine Berechnung der Denkfabrik Agora hat ergeben, dass wir mit einem Tempolimit von 130 pro Jahr 1 Million Tonnen CO2 einsparen würden. Aber das hilft doch der Sicherheit nichts. Gut, über 70% der tödlichen Autobahnunfälle passieren auf Strecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein Tempolimit wird also quasi Leben retten. Aber das hilft doch der Umwelt nichts. Fairer halbe muss man dazu sagen, das Verkehrsministerium ist durchaus für ein Tempolimit. Zumindest, wenn es um die Aufarbeitung des Mautdebakels geht. Ja. Ja, der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass Andreas Scheuer bei der Vergabe der Maut nachweislich und vorsätzlich gegen das Vergabe- und Haushaltsrecht verstoßen hat. Und da frage ich mich, wie will die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes klarmachen, dass man sich an geltendes Recht halten muss, wenn so ein Minister noch im Amt ist? Ja, ja, das dauert. Ja. Naja. Wobei... Wobei, lieber Christoph, ja, was? Krumme Dinger drehen und dennoch politisch gestützt werden, das passt doch zur Automobilindustrie. Ja, ja? Leider gibt es für den Scheuer kein Software-Update. Ja, zum Glück. Ja. Schließlich sind andere Regierungsmitglieder eigentlich froh, dass sie den Andi Scheuer in ihren Reihen haben. Ja? Warum das denn? Ja, weil er alle anderen so viel klüger aussehen lässt. Ja. Stimmt, darum stehe ich mit dir hier. Aber was ist, da, hören Sie auf zu, hören Sie auf zu klatschen! Also bitte. Das ist ja... Wir bleiben bei Debakeln. Der militärische Abschirmdienst, kurz MAD, musste bekannt geben, dass es 550 Rechtsextremisten-Verdachtsfälle in der Bundeswehr gibt. Das bedeutet, 2019 sind 360 Fälle dazugekommen. Ja, aber der MAD beruhigt da, es sind nicht wirklich mehr geworden, sondern man hat sie vorher nur nicht entdeckt. Ja, ist ein bisschen so, wie wenn Sie zum Arzt gehen und er sagt, gute Nachrichten, Sie haben keine neuen Hämorrhoiden, wir haben nur ein paar weitere alte jetzt erst entdeckt. Ja. Es gibt, danke. Ja. Ja. Bei Hämorrhoiden klatschen, das macht mir Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Aber das hilft, habe ich gehört. Ja, es gibt daran wirklich eine gute Nachricht. Bei der Bundeswehr gibt es offensichtlich etwas, das wirklich funktioniert. Und das sind die Tarnklamotten. Ja. Ja. Das? Ja. Ja. Aber müssen Sie zugeben, man sieht es wirklich kaum. Wo ist er denn, der Nazi? Ja, wo, ist, er? Wo ist er denn? Man sieht, man es, sieht nicht, es nicht. Wirklich. Woran wurden denn jetzt die Verdachtsfälle erkannt? Naja, da reicht ja häufig schon ein Blick in den Spind. Ja. Bitte. Ja. Einige Soldaten bezweifeln sogar die Legitimität der Bundesrepublik. Müssen wir mal zusammenfassen. Das heißt, diese Soldaten verteidigen ein Land, das es für sie gar nicht gibt, mit Waffen, die nicht funktionieren.
Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja? Ja. Aber kommen wir nun zu dem Thema, das die Gemüter in der letzten Zeit am meisten erregt hat. Wieder einmal sind nämlich die Grenzen der Satire aufs Äußerste ausgetestet und überschritten worden. Ja, und diesmal kam der Stein des Anstoßes aus dem WDR. In Form einer Neuauflage des Kinderliedklassikers Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Ja. Und in diesem Machwerk bezeichnet ein Kinderchor doch tatsächlich die mobile Großmutter als Umweltsau. Unfassbar. Das ist grauenvoll. Ja, und aktuelle Meldung dazu. Bisher sind wegen der Affäre um das Lied rund 200 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Köln eingegangen. Ja, und das ist definitiv eine sinnvolle Nutzung des deutschen Justizsystems. Ja. Ja. Wobei, das muss man sagen, der WDR hat sich eigentlich vorbildlich verhalten von Anfang an. Wir haben das einzig Richtige getan und nach den ersten Beschwerden haben die das Video direkt entfernt. Ja, Entschuldigung, wo kommen wir denn hin, wenn Satiriker Dinge veröffentlichen, die einigen Menschen zu nahe gehen? Ja, das wäre ja Satire. Ja. Außerdem ging es ja vielen bei dem Lied nicht darum, dass sich Menschen verunglimpft gefühlt haben, sondern dass Kinder instrumentalisiert worden sein sollen. Ja, diese Satiriker, ne? Die nordrhein-westfälische Humorinstanz Armin Laschet, in Satirikerkreisen auch als lustiger Laschi bekannt, der hat diese satanischen Verse scharf kritisiert. Ja. Und ich nenne ihn daher seither Ayatollah Armin al-Laschet. Ja, und er hat, gerade er hat auch vor allem vor diese Kinderinstrumentalisierung ganz scharf angeprangert. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, warte mal, der Laschet, hatte der nicht mal ein Wahlplakat mit, nein, dieses Kind wird nicht instrumentalisiert, nein. Es wird inhaltlich motiviert präsentiert. Ja. Und der Laschet ist in besser Gesellschaft da, ne? Die AfD Dortmund hat geschrieben, abartiger WDR2-Song instrumentalisiert Kinder. Ja, denn gerade der AfD würde sowas niemals in den Sinn kommen. Oh, naja, gut. Oh. Ah. Naja.